Willkommen auf meinem Kanal Anthony kocht. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du für dich oder für jemand anderem, wie deiner Freundin, deinem Freund oder vielleicht auch deiner Oma, eine leckere hausgemachte Krevettenpaste zauberst. Viel Spaß beim Nachkochen. Wir starten mit der Pasta und dafür brauchen wir 250 Gramm Mehl. In der Mitte machen wir ein kleines Loch. Ein Ei schlagen wir in die Mitte rein. Salz. Jetzt einarbeiten wir das Mehl mit dem Ei. Zur Konsistenz gebe ich ein bisschen warme Milch. Mit Power kneten wir den Teig. Knete den Teig lange und sorgfältig, damit ihr keine Stückchen habt. Und desto länger du ihn knetest, desto elastischer wird es und desto weicher wird er am Ende. Teig beiseite legen, für eine halbe Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit schnappen wir uns die Krevetten. Die Krevette bearbeite ich so. Als erstes kommt der Kopf ab, dann der Panzer mit dem Schwanz. Legt die Krevette auf den Rücken, schneidet sie ein. Auf der Bauchseite genauso. Und mit einer Pinzette ziehe ich die Gedärme raus. Jetzt schneiden wir Knoblauch. Der Teig schaut mal wie elastisch. Boom, und er kommt zurück. Also, ist er fertig zum Ausrollen und zum Formen der Spaghettis. Masse vernünftig ausrollen. Ja, ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Das muss ich schon sagen. Abonniert meinen Kanal und ein Like da lassen, wenn euch das Video bis jetzt gefällt. Den Teig falten wir jetzt in die Hälfte ein. Ja? Schneiden mit einem scharfen Messer unsere Pasta. Wopangangam Style. Das Wasser für die Pasta muss gut gesalzt sein. Und bitte gebt kein Olivenöl oder Öl mit ins Wasser. Das bringt gar nichts und das alte Rezept von eurer Oma könnt ihr wegschmeißen. Für ungefähr 6 Minuten kochen. Geschmacksprobe. Auf den Punkt, genau. Durch ein Sieb. Sehr wichtig, nicht mit Wasser abspülen. Die Stärke auf der Pasta drauf ist, muss da bleiben. Nicht mit Wasser abspülen. An die Seite legen. Auf die heiße Pfanne kommt Olivenöl, die Krevetten, direkt dazu der Knoblauch. Nach 20 Sekunden jetzt die Krevetten wenden. Krevetten von der Pfanne. Den ganzen Knoblauch auch schön mitnehmen. Nochmal Olivenöl. Panzer und Schalen vom Knoblauch in die Pfanne. Gute Farbe geben. Das ist der Geschmack, den die ganze Pasta bekommt. Der Meeresgeschmack, den die Pasta von den Krevetten bekommt. Mit Weißwein ablöschen. Fünf Minuten lang es durchkochen. Alle Aromen sind jetzt in der Brühe. Durch einen Sieb. Kalte Butter dazu. Die Krevetten mit rein. Die Pasta. Jawohl. Oh ja. Wie in Italien. Oh ja. Ein Schuss Zitrone.
Zitronenhaut für die Frische. Pfeffer. Natürlich Salz. Bisschen Chiliöl. Oh, ist kein Chiliöl mehr da? Doch, ein bisschen. Durch diesen Schwung verbindet sich die Pasta mit der Soße und es emulgiert. Es wird eine dicke Soße, die an der Pasta haftet. Desto mehr ihr diese Bewegung macht, desto besser wird eure Pasta sein. Jetzt das Wichtigste, das Plating. Auf den Teller legen. Pepperliebe, kommt noch mehr Pfeffer oben drauf und Zitrone. Mmh. Oh Manometer. Boah. Das ist ein Rezept, das musst du nachkochen. Da kriegt man gleich die Energie ins Blut. Boah, wie das schmeckt. Guten Appetit. Hätte ja fast die Kamerafrau vergessen. Wartet mal ganz kurz. Sie guckt schon so ganz treu euch. So, Kamerafrau. Einmal probieren. Nicht ausspucken. Nicht ausspucken. Nein. Essen. Ich sehe, dir hat das heutige Video gefallen, weil du bist bis zum Ende geblieben. Also, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt, Anthony kocht. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.